Hallo Susanne, ich freue mich total, dass wir aufnehmen zusammen heute und sprechen. Hallo liebe Leandra, danke für das schöne Interview heute. Ich freue mich auch. Susanne, du weißt, ich bin ein Riesenfan von dir und deiner Arbeit. Du bist für mich eine Heilpflanzenkönigin, Fee, Göttin, wirklich. Du weißt so viel darüber. Ich finde unfassbar, was du für ein Wissen hast und vor allen Dingen. Weißt du ja, dass mich das Thema zuckerfrei, dass ich das so ein bisschen als Auftrag sehe, das nahezubringen und das Thema Pflanzen und Zuckerfreiheit, Bitterstoffe, darüber hattest du ja schon angeteasert. Ich würde total gern heute mit dir darüber sprechen, dass du da teilst, was du weißt und auch ein bisschen über deinen Weg. Ich weiß ja schon einiges über dich, aber wie du entschieden hast, dich den Pflanzen zu widmen und wie du das tagtäglich einsetzt und vielleicht ein paar Tools, was man so jeden Tag einsetzen kann, weil du hast mir deinen Reset-Tee geschickt, deinen Bitterstofftee, und ich merke, dass dieser Tee allein schon so viel bei mir verändert hat. Vielleicht kannst du uns da einmal reinschmeißen. Gerne. Wo soll ich anfangen, liebe Leandra? Weil das ist natürlich ein Thema, diese Pflanzen und Phytotherapie, ne? Heißt die Fachrichtung. Genau. Vielleicht einmal, wie kam es dazu, dass du dich für Heilpflanzen und Phytotherapie so interessierst? Okay. Also ich bin in Teheran damals 19. Ach, jetzt hole ich mal ein bisschen aus. Ich bin in 78 Teheran und jetzt voll aus, meinen ganzen Lebenslauf. Nein, aber ich bin zur Revolution 1978 in Teheran geboren. Auch eine deutsche Mama, die hat dann da 4 Jahre gelebt, in der deutschen Schule als Krankenschwester gearbeitet. Und meine Eltern haben sich zwar in Berlin kennengelernt und hier geheiratet, aber sie hat dann gesagt, ich habe Lust, dein Land kennenzulernen. Und er hat sie mitgenommen in den Iran und hat ihr das Persien gezeigt, so wie er es halt liebt. Und sie meinte, es war die schönste Zeit in ihrem Leben. Nur noch mal so viel dazu zum Thema Unterdrückung. Und so damals war es halt so, sie ist mit Minirock und Plateauschuhen da mit ihren Freundinnen, die haben da einfach das Leben gefeiert und es war wunderschön. Und dann bin ich geboren. Oh, das ist, soll ich die Geschichte jetzt auch erzählen mit der Katze? Sie hatte eine Katze, die hieß Susi. Und dann Komm, lassen wir das. Ja, oder doch? Na doch, gut. komm. Dann ist sie leider, ich glaube, unter die Räder gekommen und hat meine Mutter entschieden, so, jetzt ist Zeit für ein Kind. Und deswegen heiße ich auch Susi, weil sie hat diese Katze geliebt, Susanne. Ja, und dann hat sie gesagt, jetzt ist Zeit für ein Kind. Und dann bin ich geboren worden. Und als ich geboren worden bin, brach tatsächlich die Revolution aus. Und ja, und dann sind meine Eltern auch ein Jahr später, als ich eins war, dann zurück wieder nach Berlin gekommen. Und warum ich das erzähle, ist, dass im Iran oder in Persien, mein Vater, also meine Großmutter, meine Persisch, ich hatte dir auch gerade schon ein, zwei Geschichten über sie erzählt, halt sehr viel Einfluss genommen hat damals schon, also auf die Erziehung meines Vaters, was Pflanzen und Ernährung angeht, aber auch in der Zeit, wo meine Mutter mit mir schwanger war im Iran, weil die sich nämlich damals mit so Chips voll gefuttert hat, weil die sind dort so leicht gesalzen, meinte sie, und sie fand das so lecker, bis sie dann Nierenstein hatte. Und dann hat man, ja, und dann hatte sie so, man kann ja in der Schwangerschaft nichts machen, weißt du? Also da kannst du ja keine Medikamente, nichts nehmen. Und da hat auch meine persische Oma ihr geholfen, ich weiß gar nicht, schwarzen Rettichsaft und Kirschstengel, Sud, ihr was gebraut und dann hat das alles so super geholfen. Und ich bin praktisch damit schon so, das ist mir schon sozusagen in die Wiege gelegt worden, dass dieses Heilpflanzenverständnis. Und auch, dass mein Vater weiß, welche Nahrung macht dich traurig, welche macht dich glücklich, wo frierst du, wo wirst du gewärmt. Also diese ganzen Heileigenschaften, die ich jetzt auch noch zusätzlich zu meinem Studium noch zusätzlich als Autodidakt mir angeeignet habe, dieses ganze Wissen der Makrobiotik, damit wurde er schon zum Teil groß und damit hat er mich natürlich auch schon als Kind, ne, bin ich damit begleitet worden. Und das finde ich ganz schön. Und was ich noch von ihm geerbt habe, ist dieses Verständnis, wie geht es mir mit, wenn ich was esse? Also ich fühle einfach ganz genau und ganz gut, wie viel von etwas gut für mich ist und wann ich einen Stopp brauche. Und das hatte ich schon immer, dass ich zum Beispiel bei fettigem Essen so gemerkt habe, oh nee, ne, es geht jetzt nicht. Oder dann habe ich automatisch Wasser mit Zitrone getrunken, um das zu kompensieren. Oder saure Lebensmittel wurden mit Salz gewürzt, damit das Saure kompensiert wird. Das wird dann eigentlich yangisiert. Das habe ich dann erst später gecheckt. Oder auch, er meinte, trink nicht so viel Zitrone oder iss nicht so viel Zitrone, wenn du nervös bist. Nimm einen Löffel Honig. Und also weißt du, so bin ich meine ganze Kindheit damit groß geworden. Und ich glaube, das hat eine Menge mit mir gemacht. Aber, und jetzt spule ich weiter vor, bin einen anderen Weg erst gegangen.
Ich wollte die Welt verschönern und habe eine Grafikdesign-Ausbildung gemacht nach dem Abitur und bin dann in die Medienwelt gerutscht und auch dann in die Filmwelt und kam dann an so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist es nicht das, was ich will. Immer dieser Kunde ist König und immer dieses, also es war ein immer Deadlines und Zeitdruck und schnell, schnell, schnell und es ging auch immer um viel Geld und also es war irgendwie anstrengend, bis ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte. Und dann mit 30 entschieden habe, mir eine Auszeit zu nehmen. Und habe dann, irgendwie bin ich wieder zu diesem Leben zurückgekommen, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Ja, also was ich möchte, was ich mir wünsche. Und dann habe ich, ja, ich habe ein Jahr eine Auszeit genommen und bin ins Kloster gegangen. Zwar nur eine Woche, aber diese Woche hat mein ganzes Leben reformiert, verändert, revolutioniert. Und dann wusste ich einfach, ich will was mit Menschen und Natur machen und es soll bitte Sinn erfüllt sein. Und genau, und das habe ich dann gemacht und habe die Ausbildung zur Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt Phytotherapie begonnen und es war die schönste Ausbildung meines Lebens. Und ja, war einfach wunderbar. Jetzt habe ich so viel geredet. Nee, überhaupt nicht. Es ist total interessant. Ich fand, also es sind jetzt so mehrere Sachen, wo ich direkt dran hängen geblieben bin. Einmal mit Nahrung nachzuspüren, ob die dir gut tut. Hattest du, gibt es denn Nahrungsmittel, die nur einer Person nicht gut tun, oder gibt es so allgemein Stellvertreter, die niemandem gut tun? Zum Beispiel bei Kaffee ist es ja ist oft so gespalten. Gibt es so Stellplätze, wo man weiß, okay, da, das tut niemandem gut, also außer natürlich jetzt Hamburger und Chips, aber so generell, oder ist es eher individuell? Beides stimmt. Auf der einen Seite gibt es Lebensmittel wie, wenn du zu viel Koffein, zu viel Zucker, zu viel überschüssige Säuren zu dir nimmst, dann verändert sich dein pH-Wert, dein Blut wird verändert. Und das Blut, das ist ja meine Philosophie, das Blut nährt deine Gesundheit oder deine Krankheit. Und je nachdem, wie du da aufgestellt bist, kannst du deine Schwachstellen nähren oder auch fördern. Und deswegen ist es so entscheidend, in welcher energetischen Frequenz deine Nahrung beschaffen ist. Also ich habe das ja an Yin und Yang aufgeteilt und da das folgt einfach auch alles ganz einfachen und universalen, sage ich mal, Gesetzen, denen wir allen unterlegen sind. Und da ist es einfach wichtig zu verstehen, welche Wirkung hat Zucker, welche Wirkung hat Wasser. Also diese ganzen Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, haben eine energetische Kraft. Ich nenne es mal in Ausdehnen, zusammenziehend, entwärmend oder kühlend, um es mal jetzt ganz grob runterzubrechen. Und da, das kann man aber auch biochemisch, könnte man auch sagen, Natrium, Kalium innerhalb der Zellen muss im richtigen Gleichgewicht sein, was auch wieder Yin oder Yang ist. Also dieses Yin-Yang-Verhältnis, was sich in allem unserem überall widerspiegelt, spiegelt sich auch in unserem Inneren, in unserer Zelle wieder. Und da brauchen wir eine gewisse Homöostase, also ein Gleichgewicht, das eingehalten werden muss, damit du eben keine Wassereinlagerung bekommst, damit du nicht in die Übersäuerung gehst, damit du deine Schleimhäute nicht reizt, damit du nicht anfällig für Viren, Bakterien oder Parasiten bist. Weil zum Beispiel Zucker, ich weiß, das ist auch dein Thema, ne? Mit dem Zucker. Zucker fördert Entzündung. Das ist eine ganz wichtige, einfache Regel, die jeder wissen muss. Zucker fördert Entzündung, vor allem an den Schleimhäuten. Und da setzt das Immunsystem an. Ja? Genau da entscheidet, ob du resilient bist oder nicht, ob du Widerstandskräfte hast oder nicht. Dieser kleine, feine Schutzfilm, der überall auf all deinen Organen im Darm, vor allem im Dünndarm liegt, entscheidet, ob du die Nährstoffe überhaupt aufnehmen kannst von dem gesunden Essen, das du vermeintlich isst. Oder ob alles in der Toilette landet. Also das ist mein Ansatz und Dreh- und Angelpunkt, deine Schleimhäute. Und die dürfen nicht gereizt sein. Und dank meiner ganzen jahrelangen Praxiserfahrung habe ich halt leider festgestellt, über die Harndiagnostik und Blutanalysen und so weiter, dass wirklich fast jeder und schon jedes Kind gereizte Schleimhäute hat und einfach stille Entzündungen, von denen die meisten nichts wissen. Und somit fördern wir die ganze Zeit über die Nahrung unsere Schwachstellen. Und das ist so das Thema, worum sich es bei mir dreht vor allem, ne? Wo stehst du auf deinem Gesundheitskonto und was brauchst du, um wieder in ein Gleichgewicht zu kommen? Und nach meiner Erfahrung sind wir alle nicht ganz im Gleichgewicht. Nur bei dem einen äußert sich es vielleicht krasser als beim anderen. Und es hat natürlich auch was mit Alter und Konstitution zu tun, wo du stehst. Als junger Mensch sieht man die Baustellen noch nicht so leicht, aber ab 40 zeigen die sich dann spätestens.
So interessant, weil es ist eigentlich, das müsste eigentlich in der Schule gelehrt werden, was du hier, also das ist eigentlich, es ist Wahnsinn, wie damit umgegangen wird. Ich habe gerade nochmal, vielleicht kannst du uns da auch nochmal reinschmeißen, uns alle, mich inklusive. Ich habe Yin und Yang schon gehört, ich kenne das mit dem Kühlenden und Wärmenden. Es kommt ja auch aus der chinesischen Heilmedizin, ne, dass man zum Beispiel der Ingwer kühlt, anstatt zu wärmen, ist es, glaube ich, oder ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht kannst du es dann nochmal mitnehmen. Was ist, also ist Yin kühlend oder hat das, ist das, wie ist da, wie gehört was zusammen? Sehr gerne. Genau, also das Yin-Yang-Ernährungskonzept habe ich aus der Makrobiotik, aus der Lehre des langen Lebens. Und da sagt man, dass jedes Lebensmittel natürlich immer Yin und Yang beinhaltet. Aber je nach Beschaffenheit, nehmen wir einen Apfel zum Beispiel. Ein Apfel, der dunkler ist und weniger Wasseranteil hat, ist mehr Yang, als wenn er größer, mehr Wasser hat und heller ist. Also du kannst anhand der Farbe, der Konsistenz, der Wassermenge schon auch Rückschlüsse ziehen, wie viel Nährstoffgehalt praktisch energetisch auch da drinne sitzt. Deswegen sind Samen und Wurzeln, Wurzelgemüse nährstoffreicher oder auch ein Pseudogetreide, das kleine Korn, beinhaltet viel mehr Potenzial als das Mehl. Ja? Also Mehlprodukte haben nicht so ein Heilpotenzial, wie wenn du ganze Körner isst. Da geht es aber auch um die innere Struktur. Also wir essen ja nicht nur Nährstoffe, sondern wir essen tatsächlich auch Strukturen, von denen nur keiner eine Ahnung hat. Lebensmittel, die eine innere Struktur aufweisen, können von unserem System einfach besser gelesen werden, weil sie unserer Matrix entsprechen. Zum Beispiel Algen, ne? Jeder kennt Spirulina-Algen. Spirulina-Algen werden aber von Menschen künstlich gezüchtet. Wenn du aber zum Beispiel die Afferalge, die natürlich im Klamaksee wächst, zu dir nimmst oder unter dem Mikroskop dir anschaust, hat sie so eine Molekularstruktur. Sie hat eine ganz andere Struktur als jetzt die künstlich erzeugte. Und diese Struktur kann unser System besser lesen. Ich weiß, es klingt verrückt, aber genauso auch gereinigtes Wasser, wenn du es einfrierst. Ja, da gibt es ja auch diese Imamoto, heißt der Japaner, ne, der diese Studien gemacht hat, wie Wasser auf Kann Multi sein, und auf ne? Frequenzen und auf Emotionen reagiert. Und das alles hat halt eine Auswirkung. Und auch jedes Lebensmittel bringt dir am Ende, weil warum essen wir Energie? Ja? Es geht immer nur um die Energie, um die Lichtenergie, die ein Nahrungsmittel gespeichert hat. Und welche Form diese Energie hat, ist entscheidend, ob du, ja, oder jetzt habe ich es, glaube ich, zu kompliziert erzählt. Auf jeden Fall gibt es Lebensmittel, die eher kühlend wirken, und das sind meist zuckerhaltige Lebensmittel, wie Früchte zum Beispiel, wo viel Wasser enthalten ist, wo viel Zucker enthalten ist. Die haben einen kühlenden Effekt, weil deswegen wachsen sie auch im Süden meistens, ne? Weil da haben wir den meisten Nutzen. Da brauchen wir Flüssigkeit und wir brauchen auch Zucker, damit unser Blutdruck nicht absackt. Das heißt, Früchte haben energetisch ein ganz anderes Heilpotenzial, als wenn du jetzt Wurzelgemüse und Pseudogetreide zu dir nimmst, wie ich es in der Heilnahrung gerne empfehle. Verstehst du, wie ich das Ja, meine? total, ja, total. Also es ist so, also es gibt, also kühlend ist nicht analog zu Yang oder Yin. Da Doch, gibt kühlend gehört zu Yin und wärmend gehört zu Yang. Entschuldigung, genau. Also okay. Yang hat einen zusammenziehenden Effekt und einen wärmenden, während Yin eher kühlend und ausdehnend wirkt. Ja? Wenn wir uns auf das männliche-weibliche Prinzip konzentrieren, ne? Das Weibliche, das will sich ausdehnen, das ja, und ist ja auch eher die kühle Nacht, ne? Das Dunkle, dasjenige. Und das ist auch genauso wichtig wie die andere Seite. Das Problem ist nur in unserer konventionellen Ernährungsweise hier im Westen, dass wir uns hauptsächlich auf das konzentrieren, was angeblich gesund gilt. Und diese angeblich gesunden Lebensmittel entsprechen eher dem Yin-Charakter. Das heißt, die meisten Menschen konsumieren die ganze Zeit Yin und nehmen dadurch viel zu viel Zucker oder Kohlenhydrate über Früchte, über Brot, über Haferflocken schon generell auf oder über Zitrusfrüchte, viele Säuren. Ja, viel Zucker und gleichen es auf der anderen Seite nicht mit dem wärmenden, zusammenziehenden Eigenschaften aus. Und da kommt die Disbalance, weil wir uns immer zu sehr darauf konzentrieren, was gesund ist. Und es geht nicht, ich sage immer gerne, es geht nicht immer nur unmittelbar darum, was gesund ist, sondern wie etwas wirkt. Es geht um die Wirkweise, um die energetischen Eigenschaften von Nahrung.
Und deswegen habe ich ein Konzept entwickelt, wo, was ich als Heilnahrung bezeichne, wo der Mensch für eine gewisse Zeit ausschließlich Heilnahrung zu sich nimmt, also wärmende, zusammenziehende Kräfte, weil alle das brauchen. Alle Menschen brauchen, um ihre Baustellen, um ihre Krankheiten aufzuräumen, Energie in Form von Wärme und einer zusammenziehenden Kraft, die die Entzündung ausräumt. Verstehst du? Und Ja, deswegen, um total. erstmal bei plus minus null anzukommen, musst du das Yin-Defizit, das Yin, den Yin-Überschuss mit Yang ausgleichen. Dann bist du bei plus minus null, sage ich immer. Und dann kannst du ausbalancieren. Dann kannst du Yin und Yang im richtigen Verhältnis ernährungstechnisch zu dir nehmen. Das heißt, ich sage nicht, dass Yin-Lebensmittel wie Früchte, Brot und so weiter nicht gut sind, sondern ich sage nur, wir konsumieren sie zu übertrieben. Wir konsumieren sie einfach potenziell gesehen zu viel. Und Was deswegen braucht es einen Ausgleich. sind denn so? Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Was sind denn so mal so fünf Yang-Lebensmittel, die man unbedingt zum Ausgleich des Yin, des alltäglichen Yins zu sich nehmen könnte? Oder anders formuliert, weil das ist schwierig, weil wie gesagt, jedes Lebensmittel hat immer Yin und Yang, aber es gibt natürlich Lebensmittel, die mehr Yang-Anteile haben, wie zum Beispiel Buchweizen. Ja? Buchweizen ist eines der yangigsten Getreide und das Schöne ist, es nennt sich zwar Getreide, ist aber ein Pseudogetreide, besitzt kein Gluten und ist halt kein Einfachkohlenhydrat, sondern wird langsam abgebaut. Du gibst deinem Körper sehr viele hohe Nährstoffe in einer schönen Dichte, es wärmt dich, es hat einen zusammenziehenden Effekt, gut fürs Bindegewebe. Genauso gibt es aber noch viele andere tolle Sachen. Und besser ist zu verstehen, wie man Lebensmittel vielleicht mehr yangisiert als yinisiert. Also wie man Yin-Lebensmittel kannst du auch yangiger machen, ja? Also dieses ganze Thema, Leandra, da könnte ich jetzt 10 Stunden drüber reden und es war irgendwann auch ermüdend, weil jedem Patienten in meiner Praxis erstmal die Makrobiotik nahegelegt werden musste, dann die Phytotherapie, dann die Harndiagnostik, wo ich die Vitalorganfunktion analysiert habe von jedem Einzelnen, plus die Iris-Diagnostik, welche Konstitution du mitbringst. Und ich war dann am Ende nur noch mit Reden so überfordert, weil das ja so spannend auch ist und auch für mich, dass ich dann irgendwann halt, jetzt switche ich ein bisschen, dazu übergegangen bin, einen Online-Kurs zu entwerfen und Workbooks zu schreiben, wo dieses ganze Wissen systematisch komprimiert zusammengefasst wird. Und ich nenne es das Austauschen statt Weglassen-Prinzip, weil das ist so, du kannst nicht auf einmal alles perfekt machen, sondern du probierst vielleicht 10 Lebensmittel oder lässt mal 4 Nahrungsmittelgruppen weg und ersetzt diese oder du tauscht aus. Also es ist eher ein Ausprobieren und ein Jonglieren die ganze Zeit, als ich mache es jetzt richtig oder das ist falsch, sondern es geht auch darum zu schauen, was machen Kartoffeln mit mir, was macht Buchweizen mit mir, was machen Zitrusfrüchte, was machen antientzündliche Früchte, wenn ich sie mal. Ja, also nichts ist gut oder schlecht. Es ist immer natürlich die Dosis entscheidet, ne, ob ein Gift ist oder nicht. Ja, das ist so spannend. Es macht auch richtig Lust. Also während ich das höre, kriege ich richtig Lust, mich noch mehr damit zu beschäftigen. Ich wollte gerne noch mal fragen zum Thema Zucker. Du bist ja auch so eine Bitterstoffkönigin, kennst dich ja super damit aus. Dein Tee ist toll. Ich kannte gar nicht diese ganzen Bitterstoffe, die du jetzt kennst. Kannst du vielleicht uns noch mal mitnehmen in den Zusammenhang zwischen, also, oder wie soll ich sagen, ich nehme dich mal kurz mit. War früher, würde ich sagen, ein Sugarholic. Ich habe so viel Zucker gegessen. Ich sah komplett anders aus. Ich war 10 Kilo dicker, aber das war gar nicht das Ding. Ich war unkonzentriert. Ich hatte gar keinen Fokus. Und ich glaube, auch mein ganzer Werdegang wäre gar nicht möglich gewesen, hätte ich weiterhin so viel Zucker gegessen, weil ich emotional so viel, also ich war emotional ein anderer Mensch. Wirklich, das ist unfassbar, Weil wie das Zucker war. übersteuert auch, ne? Entschuldige, ich habe dich Ja, unterbrochen. nee. Wie meinst du das übersteuert? Na, emotional feuert Zucker, wenn es dir nicht gut geht, es neigen wir oft gerne auch zu zuckerhaltigen Lebensmitteln, weil sie uns erst Trost geben und Glücksgefühle auch ausschütten für eine kurze Zeit. Aber sie befeuern auch und können auch gerade die negativen Emotionen verstärken. Also das, was sich nicht gut anfühlt, wird dadurch verstärkt. Das ist jetzt ein bisschen, Nee, voll, total. Also und es ist weil total so. Zucker ist einfach, also Zucker ist ja eh überall drin. Wir kriegen die ganze Zeit schon genug Zucker und Zucker ist einfach, ja, energetisch gesehen, kühlt es dich runter. Das ist ja der Witz.
Es kühlt dich energetisch runter und es setzt genau da an, wo deine Schwachstellen sind. Also es reizt diese Schleimhäute, die wiederum dafür verantwortlich sind, ob du protegiert, ob du den Schutz hast, ja. Und die meisten Menschen, die zu mir auch in die Praxis, also in meine Online-Praxis, nenne ich sie mal, kommen, ins 1 und 1, sind sehr feine Menschen, die auch zwar auf der geistigen, spirituellen Ebene gelernt haben, sich gut abzugrenzen, aber körperlich nicht verstanden haben, wie sie ihren Körper schützen können. Ne? Und weil halt überall Zucker drin ist und wir dürfen nicht vergessen, Früchte sind gar nicht so gesund, wie es uns immer beigebracht worden ist, weil Früchte sehr viel Zucker beinhalten, viele und sehr viel Also meinst du Säure. natürlichen Zucker, ne? Aber oder? Natürlichen Zucker meinst du, oder? Weil die Früchte, Ja, also jetzt reden wir von natürlichem Zucker. Also das ist advanced, ne? Natürlich sind Früchte besser als Süßigkeiten und Früchte sind super schön. Und wenn du im warmen Land lebst, sind Früchte auch total wichtig für dich. Also immer, es gibt so eine Regel in der Makrobiotik. Das, was in deiner unmittelbaren Umgebung wächst, ist das, was du, also was zu der Jahreszeit wächst, unter welchen, genau, klimatischen Bedingungen, ist immer das, was sich am besten aufstellt. Genau, also das, was unmittelbar umherum wächst, zu der jeweiligen Jahreszeit, ist das, was sich persönlich am besten aufstellt. Wenn ich jetzt auf Bali bin, wo ich war, da habe ich nur Früchte konsumiert, weil da war so, da brauche ich ja auch mehr Flüssigkeit, weil es ja alles verdunstet. Und ich brauche auch Zucker, damit irgendwie mein Blutdruck nicht absackt. Und morgens eine Dragonfrucht-Shake war einfach perfekt oder eine Kokosnusssaft, ja, um die Elektrolyte wieder reinzuholen. Also es war einfach, genau, da war es super. Wenn ich aber im Winter, wo mir kalt ist, mir einen frisch gepressten Orangensaft oder Zitronensaft mache, dann friert mein System und ich habe ständig kalte Hände und Füße. Weiß nicht, wer das Phänomen kennt mit den kalten Händen und Füßen, viele Frauen sagen lassen. Ja, voll. Teilweise auch an dem Konsum von zu viel Zitrus und Zitrusfrüchten, ja, weil die kühlen dich so runter. Und letztes Jahr habe ich irgendwie wieder Mandarinen irgendwo bekommen und gegessen und den ganzen Tag hatte ich kalte Hände und kalte Füße und dann habe ich gecheckt, ach krass, ja, es liegt an den Früchten. Und wenn man dann wieder einen Thymian-Tee trinkt, der einen, ich glaube, einen Wärmegrad, dritter Wärmegrad besitzt, also in der Phytotherapie sprechen wir auch von Wärmegraden, jede Pflanze hat einen anderen Wärmegrad, wenn ich dann wieder was gegenhalte, was Wärme in mein System bringt, dann kann ich das wieder ausgleichen. Also wir können alles machen, wir können wirklich die Stimmung beeinflussen, unser Aussehen beeinflussen. Nur wird uns nicht beigebracht, in welchem Verhältnis welche Lebensmittelgruppen zueinander gehören, in welchem Verhältnis esse ich Yin und Yang, was ist überhaupt Yin und was ist Yang, ne? Also das wird einem ja nicht beigebracht hierzulande. Und deswegen habe ich mich da richtig reingekniet und ich habe alle Bücher, die ich finden konnte, über die Makrobiotik gelesen und studiert und habe daraus ein vielleicht sogar noch strengeres Konzept, als es die Makrobiotik erlaubt, erstellt als Kur und habe das kombiniert mit Phytotherapie, weil Phytotherapie so toll ist mit den Bitterstoffen. Da können wir dazu kommen, wie kann ich Zuckersachen, ne, wieder aufwiegen, wie kann ich wieder ins Gleichgewicht kommen, wenn ich einfach Bock auf Schokolade habe. Und das habe ich auch. Ja? Also ich bin kein fanatischer Dogmatiker, der sagt, lass jetzt allen Zucker weg, vor allem nicht, wenn du nicht krank bist oder keine Beschwerden hast. Aber wenn, dann kann man auch mit Bitterpflanzen aus der Phytotherapie, aus der Pflanzenheilkunde, kann man schön gegenhalten. Weil Bitterstoffe, vielleicht wissen es die ein oder anderen nicht, gehören eigentlich in unserer täglich, in unserer, auf unser, gehören eigentlich zu unseren Lebensmitteln dazu, werden aber oder wurden im Laufe der Zeit immer mehr und mehr von der Nahrungsmittelindustrie rausgezüchtet. Warum? Weil Menschen einfach Zucker lieben. Ne? Die Muttermilch schmeckt schon süß, sage ich immer, und ist beruhigt, es hat einen schönen Effekt, es ist wie so ein Belohnungssystem und deswegen, und es verkauft sich halt auch besser. Und bitter ist ungewohnt am Anfang, aber die Geschmacksknospen reagieren ziemlich schnell darauf, also spätestens nach 3 Tagen lieben die meisten auch einen bitteren Tee oder bittere Sachen, ja. Wir sind nur nicht mehr so daran gewöhnt. Und mit bitter ist das Dépendant zu süß und damit kannst du ganz viel wieder ausbalancieren und ausgleichen. Das Vielleicht. heißt, wenn man jetzt mal sagen würde, Susanne Corazani hat Lust auf eine Schokolade, trinkst du dann direkt am gleichen Tag noch einen Bittertee oder wie machst du das dann? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, ich trinke Wermut und nimmt nein. Ja. Ich nehme eigentlich das, also ich mache schon eher intuitives Essen, weil ich bin jetzt nicht krank, sage ich mal. Und wenn ich jetzt aber krank wäre, würde ich ein bisschen mehr auf meine Ernährung achten. Aber ich verbiete mir in dem Sinne nichts. Wenn ich Lust auf Schokolade habe, dann esse ich Schokolade.
Und ich merke ja ziemlich schnell, nach zwei industriell, vor allem wenn es nicht so gute Schokoriegel sind, Was merke sind Schokoriegel? Was würdest du der sagen sind? Industriezucker, der weiße Zucker hauptsächlich drin ist, ja. Ah ja, Vielleicht also so eine Kinderschokolade zum Beispiel, finde ich, ja, da fühle ich mich einfach nach zwei Riegeln nicht so gut und dann verlangt mein Körper automatisch, trinke ich dann eher, trinke ich einen Tee danach zum Beispiel oder am Abend. Also ich habe da einfach so ein Konzept entwickelt, dass ich mindestens ein bis zwei Sachen, die sehr younghaltig sind, sowieso konsumiere. Über Tees, über Beilagen, über Nahrung. Also ich versuche immer 50-50 zu machen. 50 Pleasure, ja, und 50 gesund, aber weil ich auch gesund sehr, sehr gerne mag. Ich liebe den Geschmack der Natur und ich halte mir meine Geschmacksknospen da auch rein, indem ich mir nicht so viele Fertiggerichte oder industrielle Fertigprodukte reinziehe, sondern ich koche auch wirklich mit echten Nahrungsmitteln gerne und so kann ich das auch immer schätzen, ne? Also ich halte da eine 50-50 Balance. Wäre ich aber krank, würde ich 80-20 machen, 70-30 Minimum, 80-20 oder auch mal für eine Zeit lang eine 100% Young-Kur. Und alle, die meine Reset-Kur kennen, wissen, dass es 10 Tage im Monat gibt, wo man auf gewisse Lebensmittelgruppen einfach mal verzichtet, wie auf tierische Produkte, also einfach ein Tierfasten macht, ein Zuckerfasten macht, wo auch süße und saure Früchte dazugehören und noch andere Lebensmittelgruppen. Und dann konzentriert man sich in den 10 Tagen auf younghaltige Lebensmittel, um wieder ein Gleichgewicht zu schaffen. Du könntest aber auch einen Tag in der Woche machen. Du könntest eine Woche im Monat machen. Du könntest, weißt du, du könntest auch eine Beilage auf deinem Teller machen. Also es liegt an deiner Persönlichkeit, wie streng oder wie diszipliniert du dieses Gesundheitskonto betreiben willst. Und es liegt natürlich auch daran, wo du stehst auf deinem Gesundheitskonto. Wenn du im Minus bist, musst du einfach ein bisschen mehr Gas geben, wenn du mit natürlichen Mitteln wie Nahrung und Heilpflanzen dich heilen lassen möchtest. Wenn du darauf aber keinen Bock hast, dann nimm bitte Medikamente. Aber für mich sind Medikamente Fast Food. Schnell, aber macht dich schöner und macht dein Leben auch nicht besser und länger. Ja. Aber symptomatisch hilft es halt, ne? Genauso wie Basen. Hier diese ganzen Probiotika kannst du auch teuer einkaufen. Du kannst aber auch Fermentiertes einfach immer als Beilage, wie die Japaner das machen, als Beilage auf deinem Teller haben. Also man kann einfach, wenn man ein bisschen tricky ist, ein wunderbar genussreiches Leben führen, mit gesunden und auch ein bisschen ungesunden Lebensmitteln. Ja. Ja, mega. Richtig schön, dass du das so sagst, weil ich kenne auch viele Leute, die sagen, ja, das ist so, also es gibt ja so Totschlagsätze. Also bei Zucker ist es immer, es geht nicht, ist überall drin, wir kennen die Namen nicht, ist es ist so anstrengend, wir wollen genießen. Aber Genuss auch zu sagen, also auch zu sehen, was es für Alternativen gibt, das finde ich so schön mit diesem Austausch, den du genannt hast Ja, gerade. Also Austausch genau statt weg. das. Weil ich glaube, dieses Prinzip, ich verbiete mir was, was dann wieder das Gegenteil von sich, ne, oft ist ja wir belohnen uns mit Nahrung, das hat ja so eine. Das ist ja so ein Ding geworden, ne? Also es wird immer so Sachen geben, womit Menschen Geld verdienen. Und das ist Nahrung, das ist Sexualität. Es gibt ja so Sachen, womit, ne? Und das finde ich so spannend, dass du auch sagst, für Leute, die jetzt nicht konsequent auf was verzichten wollen, die einfach diesen Ausgleich schaffen. Hast du denn, weil du hast eben gesagt, Beilagen und den Buchweizen genannt, noch so Beilagen, die wo Aber du kann sagst, ich noch was dazu sagen? sag Weil gerne, das, zum gerne, gerne. Beispiel, dass die Krux oder der Denkfehler unserer Gesellschaft ist, dass Gesundes nicht lecker schmecken kann oder muss. Ja? Oder warum? Weil es geht nur darum, die Japaner sind da meine großen Vorbilder. Du kannst einen gesunden Shake, anstatt jetzt einen Schokoriegel, wenn du es wirklich gut machen willst, dann machst du dir, ich habe so einen Kardamom-Blaubeery-Vanille-Shake. Der ist einfach göttlich, der schmeckt besser als jeder Schokoriegel und es geht dir danach gut, weißt du? Also es geht auch immer darum, wie würzig mein Essen. Ich habe einen Kurasani-Dip, der übrigens, ich muss mal jetzt kurz ein bisschen angeben, weil ich so stolz bin, der ist Dann. in der aktuellen L, ja, kennt ihr die L? Ja, habe ich Jeder. früher als junges Ja. Mädchen gerne gelesen und da steht mein Kurasani-Dip-Rezept drinne, wie du gesunde Lebensmittel wie Gemüse oder auch, ne, mein Pseudogetreide, was ich auch gerne empfehle, mit einer Soße kombinierst, wo ich süß, sauer, scharf und salzig kombiniere. Und ganz ehrlich, wenn ich nur das höre, ja, dann läuft bei mir das Wasser im Mund zusammen und da kann
Ein Blumenkohl, da kann einfach, egal was du Gesundes isst, schmeckt einfach mega. Es geht darum, wie du es würzt. Und wir müssen uns davon mal verabschieden, dass Gesundes nicht lecker schmecken kann, sondern geht darum, dass du wieder lernst, mit gesunden Lebensmitteln es dir so schmackhaft wie möglich zu machen. Und wenn die Basis 80% gesund ist, dann kannst du ja als Topic 20%, ne, nehmen, auch was nicht in meinen Heilnahrungsrezepten steht. Und es dir dann einfach lecker machen. Ob es dann mit Tahin, ne, also was Tahin ist ja super gut, aber einfach mit Granatapfelsirup, mit Schafskäse, mit Feta oder mit Parmesan oder mit ein bisschen Akazienhonig oder einfach mit bisschen Cayennepfeffer, schmeckt auch schon alles ein bisschen besser. Also, ne, da macht man sich, im Persischen gibt es so tolle Soßen und Joghurt-Dips und da schmeckt es einfach, die haben es einfach drauf. Und ja, haben sie doch. Ja, ist Perses Essen ist so gut und die haben auch die kleinen Rosinen immer oder ne, Crumbs. Karamellen oder die Kirschen im Reis, ne? Genau, oh, diese Ja, Kirschen so reißt. lecker. Oder mit Unfassbar. Pistazien wird gekocht, mit Safran wird gekocht. Da Safran kleidet die Schleimhäute schön aus. Rose kommt in die Süßigkeiten rein. Rotes Pistazien, Eis, ne? Rose, ja genau. Also da Kardamom, ja, Kardamom, so lecker. Weißt du, diese ganzen tollen Gewürze, die uns zur Verfügung stehen, können das Leben und deine Lebensqualität bereichern. Und darum geht es auch, ja, dass du einfach das als Geschenk siehst. Gesundes Essen als Belohnung und nicht als Strafe. Da fängt es erstmal an. Und das ist so wie mit einem Geldkonto. Du hast halt ein Gesundheitskonto auch, so wie du ein Geldkonto hast. Und es liegt an dir, wie viel du da einzahlen möchtest oder auch willst. Und danach geht's. Eine Frage noch, Susanne. Noch, du musst auch gleich los, hast du ja gesagt. Was wäre denn, wenn man, was hast du jetzt gesagt gerade? Hab noch ein bisschen, ja, Hast 10 Minuten. was wäre denn, also jetzt, wir sagen jetzt alles, was Yin und Yang, weniger Zucker oder damit Bitterstoffen ausgleichen oder yangisieren oder jenisieren, hast du gesagt. Was passiert denn? Oh, jetzt ist ein Flugzeug, hörst du das? Nee. Nee, hört nicht. Was ist denn, wenn man es nicht tut? Also was passiert, wenn man das nicht tut? Ah, Und wann äußert sich das und wie äußert sich das? Oder äußert sich das überhaupt? Gibt es auch Leute, bei denen das wirklich so an denen vorbeigeht und gar Ganz, nicht? ganz tolle Frage. Nee, also das hat natürlich, wo stehe ich auf dem Gesundheitskonto? Und wenn sich das äußert, dann bist du schon so ins Minus leicht gerutscht. Und zwar aber nur da, wo du von deiner Konstitution, wo das Eis eher dünn ist. Und das hat was mit der vererbten und erworbenen Schwachstellen, die du im Laufe des Lebens auch angesammelt hast, zu tun. Bei dem einen äußert sich das, weil er vielleicht das vererbt oder erworben hat, bei der Haut, ja. Du siehst einfach, dass die Haut trocken wird, faltiger wird und irgendwie so leicht rötlich gereizt ist, ja. Diese leichten Rötungen, aber auch im Darm äußert sich das. Bei den meisten kriegen Reizdarm, Verstopfung oder Durchfall oder Blähung. Ne, Blähung ist auch so ein Zeichen, dass du zu wenig Magensäfte zur Verfügung stellst, damit das Essen auch wirklich aufgespalten werden kann. Zum Beispiel ein grober Fehler ist, morgens mit Süß zu starten, was ja viele machen. Viele starten mit einem Haferflocken-Porridge mit Früchten. Beides super Yin. Yin, Yin, Yin. Ist zwar auch gesund, ne, das hatten wir vorhin, aber es ist einfach, ja, die Früchte, die kühlen dich runter. Du hast nicht die Energie, die du brauchst, um vielleicht deine Neurodermitis abzubauen. Ne? Und auch die Psyche zu nähren. Und es ist viel besser mit einem warmen, mit einer schönen Miso-Suppe zum Beispiel, ja, auch aus der Makrobiotik, mit was Warmen zu starten, was vielleicht eher einen salzigen Charakter hat. Ja? Weil salzig oder bitter am Morgen regt die ganzen Verdauungsdrüsen an, dein Essen besser aufzuspalten, aufzubereiten und schenkt dir auch mehr Energie für den Tag. Weil sonst geht der Insulinspiegel wieder hoch, ne, und mittags hast du wieder Hunger. Je süßer du startest, desto schneller kommt der Jeeper auch wieder auf Essen und auf Süß. Und dann sind wir wieder gefangen in so einem Teufelskreislauf. Und deswegen ist der Start des Tages wichtig, die Balance auf dem Teller zu halten, zu schauen, zu lernen, was ist Yin, was ist Yang. Das ist meiner Meinung nach total wichtig. Und nicht nur darauf zu konzentrieren, oh, ich muss jetzt mir einen Smoothie mit Früchten oder gesund essen. Ich muss jetzt einen Salat essen. Salat ist auch Yin. Gerade Salat am Abend
ist mega anstrengend für den Körper. Es kostet ihn genau wie Rohkost. Es kostet dem Körper mehr Kraft. Bei den meisten haben nicht die Kraft, die Rohkost aufzuspalten. Es kostet sie sogar mehr Kraft, als es ihnen Energie gibt. Und da ist dieses Prinzip, also nach meinen Beobachtungen brauchen wir halt ganz viel Wärme. Wärme, Liebe und Lichtenergie, auch in Form von Nahrungsmitteln. Und da können Menschen einfach noch mehr lernen, welche Gewürze haben einen lichtbringenden Effekt, einen wärmenden Effekt und einen zusammenziehenden entzündlichen Effekt. Denn darauf konzentriere ich mich. Kleide dich von innen mit anti-entzündlichen Stoff, also dass du deine Schleimhäute protegierst, aushältst und dann bist du bei plus minus null und dann tarierst du einfach aus. Habe ich die Frage beantwortet? Ich glaube, ich drifte immer wieder ab, aber. Das macht gar nichts, das ist so spannend, wie alles, was da, also wir können, das ist wirklich, Ja. das ist interessant. Nee, überhaupt, also es war nur, die Frage war ursprünglich, was passiert, wenn man das nicht tut? Was, Genau. also, Ja, aber da es war total spannend, also. bin ich drauf eingegangen. Es zeigt sich ganz oft an den Schleimhäuten und innerlich, aber auch äußerlich. Und es äußert sich dann durch eine nicht so geregelte, gute Verdauung, dass der Stuhl zu Ah, weich stimmt. wird oder Danke. du eine Blähung hast, dass du gereizte Haut hast, dass du eventuell ja auch Haarausfall bekommst, dass du durch die überschüssigen Säuren auch der Schlaf nicht gut ist, dass du aufwachst nachts, dass du Regelschmerzen hast, dass du Krämpfe hast. Die Psyche spielt dir da auch eine Rolle, ja, oder? Dass du Psyche, dann. ja sehr, weil die Säuren und auch der Zucker greifen auch deine Nerven an. Auch die Nerven unterliegen einem Schutzmantel. Und wenn du zu viel Yin konsumierst, dann nicht ohne Grund kommt dieser Spruch, meine Nerven liegen blank. Die sind dann, die brauchen auch Schutz. Wir brauchen diese Protegierung, diese Wärme, diese Schleimstoffe. Geht auch ganz viel in meiner Heilernährung um Schleimstoffe. Du siehst, es hört nicht auf. Es ist so multikomplex, das Ganze. Wir brauchen Schleimstoffe, wir brauchen Bitterstoffe, wir brauchen Wärme, wir brauchen anti-entzündliche Ernährung. Das ist, wo der Fokus hingehen soll, wohin ich diese, wo ich gerne meinen Beitrag in diese Gesellschaft oder wo ich, ne, gerne einen Beitrag leisten möchte, dass dieses Wissen auch immer mehr und mehr ankommt bei den Müttern zu Hause, bei den Kindern, ne? Weil du kannst ganz viel. Wenn zum Beispiel dein Kind eine Erkältung hat, dann stoppt bitte Früchte. Dann gib dem eine, ne, wärmende Suppe mit Pseudogetreide, mit Wurzelgemüse, stoppt sofort den Zucker und die Fließnase hört auf zu laufen, ja? Also weil das auch Yin ist, ne? Yin läuft und fließt und Also alles mit Schleim ist Yin, alles, wo man auch so Verschleimung hat, könnte man das so sagen? so, ja, du kannst es mit Wasser gleichsetzen, ne? Wo so viel Wassererkrankung, Blasenentzündung. Da hilft, da brauchen wir nicht Früchte und Cranberry-Saft. Die haben zwar viele Gerbstoffe, was wiederum gut ist, aber sie haben einen sehr kühlenden Effekt. Und bei einer Blasenentzündung brauchst du ganz viel Wärme und ganz viel Schutzschicht wieder, also Schleimstoffe. Und damit, ich behandle halt energetisch gesehen. Und da verstehst du? Und Voll. das ist der Fokus. Nee, es ist so, das, also es ist noch viel komplexer, als ich dachte. Ja, es ist so, ich finde es auch, obwohl ich wirklich, und das Interessante ist, ich habe ja die Phytotherapie studiert und die liebe ich auch über alles. Aber ich liebe es auch so sehr über die Heilernährung, wie ich sie gerne nenne, zu sprechen, weil da so, mir noch zu wenig Wissen vorherrscht, ne? Und auch, das habe ich nicht in meiner Heilpraktiker-Ausbildung gelernt. Das habe ich mir alles selber angeeignet durch Bücher. Und durch Selbsterfahrung, dann habe ich es an meiner Familie, bei Freunden angewandt, dann habe ich es in die Praxis gebracht und habe einfach gesehen, dass Heilernährung in Kombination mit Phytotherapie und jetzt kommt es, natürliche Entgiftung ist auch ein Thema, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Weißt du, was das Wichtigste ist? Entlastung heutzutage. Reizminimierung, nicht nur auf psychischer Ebene, sondern auch auf körperlicher Ebene. Wir sind so überladen über die schlechte Luft, über das Wasser, über die ganzen Schadstoffe, über die Chemikalien in Kosmetika, in Nahrungsmitteln, in Leitungswasser, in der Luft. Es ist einfach übertrieben. Jedes Jahr entstehen ja 20.000 neue, oder ich weiß, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es ist einfach, wir müssen da einfach gegenhalten und lernen, uns zu entlasten, uns energetisch zu nähren, uns nährstoffreicher zu ernähren. Wir müssen lernen, uns zu protegieren, unsere Schwachstellen zu kennen und sie zu beschützen. Und dann sind wir auch psychisch ganz anders aufgestellt. Jemand, der zum Beispiel meine Heilnahrungskur für 10 Tage, kannst du die strenge Variante übrigens machen bei mir,
oder eine sanfte Variante, je nach Lebensstil oder je nach Lust und Laune. Und bei der strengen Variante baust du, wäschst du dein Blut praktisch. Natrium, Kalium kommt wieder ins Gleichgewicht innerhalb der Zellen. Das ist eine harte Kur, das ist also die strenge Kur, Nummer 7 genannt. Und die ist nicht ohne. Und da kannst du innerhalb kürzester Zeit dich ganz schnell wieder ins Plus manövrieren. Und danach fängst du mit dem Plus-Minus, also mit dem 50-50 an. Ja, und dann kannst du auch nach ayurvedischen Konstitutionen dich ernähren. Aber die meisten Menschen müssen erstmal ihre ganzen stillen Entzündungen ausmerzen. Ja, Ja, ich finde auch, ich merke auch mal oft, dass das ganz oft als normal angesehen wird, da eine Entzündung, da ist man wieder krank. Also ich habe genau. mit dem Zucker zum Beispiel, als ich aufgehört habe, das zu essen und mich mehr mit Ernährung zu beschäftigen, ich esse auch ganz viel Buchweizen. Während du das sagst, merke ich mache das automatisch mit dem Yang. Das war mir Ja. gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Sehr schön. War ich immer, ich einmal im Jahr so richtig krank. Und ich merke, das ist auch so normales. Ja, ich bin krank. Ich denke mal, machst du dir keine Gedanken darum, dass du irgendwie alle 2 Monate krank bist? Und die meisten machen sich das gar nicht. Und ich bin wirklich, ich hatte nur einmal hatte ich Corona, aber bin seit 6 Jahren nicht einmal wirklich krank gewesen. Ist Das ist ja auch gut, unglaublich. dass du Corona hattest, weil dann hast du nochmal Antikörper gebildet und bist, ne, Ja, kann hast man dich doch so sehen. natürliche Weise immunisieren können, ist doch auch schön. Und genau, auch mal krank zu sein, ist auch ein Zeichen von, ist jetzt auch nicht schlimm, aber du hast recht, diese ganzen Wehwehchen und Leiden, die wir denken, die gehören halt zum Alterwerden dazu, es stimmt nicht. Und das war nämlich, das hat der Ozawa in der Makrobiotik gesagt, ein gesunder Mensch hat gute Laune, einen guten Schlaf und eine super Verdauung. Alles auf 10 plus. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ach, so ein Quatsch. Hab aber, ich bin ja ein offener Mensch, ich probiere die Dinge selber aus und spüre, ob die sich für mich wahr anfühlen oder nicht. Also ich achte da ganz doll auch auf meine innere Stimme. Und ich habe die Kuren alle natürlich erstmal selber ausprobiert. Und ich habe Glücksgefühle, ich habe geweint vor Glück. Ich war glückselig nur durch Nahrung. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das ist ja hier besser als jede Droge, dass du mit Ernährung Ja. so viel mental und psychisch erreichen kannst. Und ich war so geflasht und ich habe dann auch gemerkt, zum Beispiel Kartoffeln, ich weiß nicht, wer es weiß, machen traurig. Und das habe ich auch gemerkt. Und weißt du, wir denken oft, unser Normalzustand ist normal, aber wir könnten 3 Etagen höher schwingen. Ja. Viele Nahrungsmittel kosten viel Energie, nehmen dir viel Energie und greifen dich, glaube ich, da oder anders formuliert, viele füttern unbewusst die ganze Zeit ihre Schwachstellen, ohne es zu wissen, indem sie die ganze Zeit auf dieses Gesund bedacht sind. Und natürlich, ganz ehrlich, ich muss jetzt noch mal eine Sache sagen, weil alle, die sich gesund ernähren, das ist tausendmal besser natürlich als die ganze Zeit Gummibärchen und Chips und Fastfood zu essen. Also das ist jetzt hier wirklich advanced und auch Kritik auf hohem Niveau, was ich mache. Also für alle Leute, die auf Optimierung und auch, oder Optimierung ist so negativ behaftet, auf ihr Potenzial Bock haben, die Lust haben, ihre Schönheit noch mehr zu konfigurieren, noch mehr hervorzuheben. Für die ist die und auch ihre Krankheiten auf natürliche Weise selbst verwalten lernen. Für die bin ich da und biete tolle Kurse an. Ja, Ja, mal gucken. ich habe jetzt auch schon so viel gelernt. Wirklich, es war so wow. Ich finde, also, und was ich so toll finde, dass du, wir haben einmal, ich glaube, wir haben auch gestern gesprochen kurz, haben wir über Frequenzen gesprochen, wie man frequentiert ist, ob dass man schon irgendwo hingeht und merkt, okay, hier ist ja ganz low und irgendwie hier fühlen wir uns nicht wohl. Und ich glaube, das ist so wirklich, also danke fürs Teilen. Mich hat das so glücklich gemacht, dass du es gerade erzählt hast, dass wir unsere Frequenz, also Frequenz, wie wir sind, wie glücklich wir sind, total anheben können mit dem, ob wir, wenn man, wie du jetzt gesagt hast, Yin oder ich sag Zucker isst und tausende Entzündungen hat und der Körper erstmal diesen ganzen Stuff heilen muss. Also das ist so krass, wie wir auch, was für ein Lebensgefühl wir haben. Und ganz oft wird man dann, oder ich werde ganz oft gefragt, du bist immer so positiv oder wahrscheinlich du ja auch. Und ich sage euch, es liegt daran, dass ich anders esse. Es ist also wirklich der einzige Grund. Ist es bei dir auch so, dass du das so empfindest, Das dass das. Essen macht so viel aus und ich experimentiere auch gerne und habe dann auch mal Phasen, wo ich es nicht so gut auch mal alles mache. Ich trinke auch mal Alkohol und dies und das. Aber ich wirklich, und das finde ich so spannend, wie reagiere ich auf was und wie hole ich mich wieder raus und wie kann ich einen Kater am Morgen mit natürlichen Mitteln beheben. Also es ist so spannend, seinen Körper auch so als biochemisches
Fabrik zu sehen, wo, was braucht, weißt du, wir tun ja auch nicht in unser Auto Cola tanken und wundern uns dann, dass das Auto nicht fährt. Aber für Ja. uns selber machen das so viele, ja. Wir Ja. tanken die ganze Zeit Schrott und wundern uns, dass wir schlecht drauf sind oder nicht gut aussehen oder keine Energie haben. Und probiert es einfach mal 10 Tage im Monat, ne? Das ist mal eine gute Sache, mal aus. Wie fühlt es sich an, wenn ich das weglasse und sich nicht so hohe Ziele zu setzen, sondern wirklich kontinuierlich jeden Monat diese 10 Tage zu machen? Also zum Beispiel in der Reset-Kur, was ich wirklich ein geniales, ich bin ja so überzeugt von meinen eigenen Produkten, ne, und Ich Konzept. bin von einer Reset. Die Reset-Kur ist the best, wirklich. Ich habe ein Produkt entwickelt, was mir selber, also was ich mir selber gewünscht habe, ja, oder gewünscht hätte, wenn ich nicht da wäre, wo ich jetzt bin, wo du einfach 10 Tage einen Tee trinkst, der deine Darmbiotik mal wieder aufräumt und dich so aufstellt, dass die Jiper auch von innen nach außen sich aufstellen, also dass du keine Lust hast auf süß. Dann 10 Tage lässt du mal alles weg, was dich eher belastet, und 10 Tage gehst du in die natürliche Entgiftung. Und dieses Konzept kannst du je nach Bedarf jeden Monat wiederholen und nach Konsequenz und so streng, wie du es gerne magst. Und du lernst dich von Monat zu Monat besser kennen. Auf was, wie viel Stück Kuchen in der Woche sind gut für dich und ab wann? Ne, ich hatte eine Morbus Crohn-Patientin, da hat sie mir geschrieben: Du, jetzt nach der HMC, ich habe wieder blutigen Stuhl. Da habe ich sie gefragt: Ja, was hast du denn so gegessen letzte Woche? Und dann hat sie gesagt: Ja, 5 Stück Torte, da war ein Kindergeburtstag und noch eine Feier und dann noch ein Muffin. Ich sehe aber dann ganz ehrlich: Dann hättest du vielleicht nur 2 Stück Kuchen und deine Tees kontinuierlich trinken müssen und noch ein Hack nehmen müssen in Form von Kapseln. Hacks sind, ich arbeite auch mit anti-entzündlichen Nahrungsergänzungsmitteln, die du noch zum Tee kombinierst, damit der Synergieeffekt, ich arbeite ja mit Synergieeffekten, also ich nehme die Pflanzen als Trinken, die Nahrung zum Essen und die Hacks nochmal, um es zu potenzieren. Und das Dreiergespann, das kann es schaffen, wirklich Krankheiten in seine Rückläufigkeit zu bringen. Es kann es wirklich schaffen. Also ein Tee alleine reicht manchmal nicht. Wenn du aber die Ernährung, dein Blut praktisch wieder reinwäschst durch eine gute Heilernährung und dann noch Hex und Helfer nimmst, um die Entzündung auszumerzen, dann potenziert sich das Ganze und das Ganze geht so schnell ab. Also du kannst damit auch, ich kann es ja ruhig öffentlich sagen, auch Krebs behandelt im Endstadion, wo du einfach dachtest, also 2 Wochen hat der Mensch noch bekommen und er hat nichts mehr angeboten bekommen, weder eine Chemo noch eine Bestrahlung noch eine OP. Und ich sage jetzt nicht, dass das bei jedem funktioniert, aber seine Vitalorgane waren zum Glück noch so gut, dass die Phytotherapie, die ich sehr stark angesetzt habe, plus die Heilernährung, plus Hex und Helfer, du konntest dabei zugucken, wie alles geschrumpft ist. Ja? Also weil auch ein Tumor, Zysten, Polypen, Tumore sind Yin-Erkrankungen. Und auch die werden durch sowas wie Hefe, Hopfen, Zucker, Fruchtzucker und so weiter genährt. Und da braucht es auch eine Nahrung, die eine zusammenziehende Kraft hat. Und wenn dieses Wissen endlich in die Krankenhäuser kommt, weil das ist ja mein Plan hier auch, dass die Heilernährung in die Krankenhäuser, in die Altersheime und auch vielleicht schon in die Kitas zum Teil kommt als Prophylaxe, dann wäre ich happy, weil das ist mein Ziel. Ich möchte wie so eine Pionieren dieses Thema Phytotherapie und Heilernährung in die Welt bringen, dass meine Tochter später sagt: Ich bin stolz auf dich, Mama. So, das ist doch ein gutes Ich habe Schlusswort. Gänsehaut zusammen. Ich bin richtig. Sandra, jetzt habe ich wieder richtig in Rage geredet, aber das ist das, was mich motiviert und mich antreibt. Liebe deine Rage. Ich liebe deine Rage. Das Genau, macht. und das macht mir auch so einen Spaß, so richtig große Visionen zu haben, ne? Weil sonst habe ich keine Mutter. Ich brauche das. Ich brauche große Träume und big, big dreams, damit ich losgehe. Das ist meine Motivation. Ja. Mega schön. Und Be Your Own Healer, darf ich kurz noch mal was Gerne, unbedingt. in Ich meinem. freue mich so auf dein Buch. Bio. Danke. Nimm Weil ich unser glaube, Kopf mit. genau, weil dieses Buch, ich habe da so viel, also wem das jetzt heute hier zu durcheinander war, weil ich bin da gerne, ich springe und das ist einfach meine Art, weil das so ein komplexes Thema ist und mir so viele Sachen zu jeder Sache immer einfallen, wurde ich ein Glück gebeten, ein Buch zu schreiben, wo ich gezwungen war, die Dinge wirklich strukturiert nochmal richtig schön, jede Heilsäule, die ich ja auch anbiete, ich habe ja mittlerweile 7 Säulen, also eigentlich sind es schon fast 8 mit dem Commitment, weil das Commitment, was nützt das ganze Wissen, wenn du es nicht anwendest? Das Commitment ist so wichtig. Diese ganzen Säulen werden als Kapitel in meinem Buch Be Your Own Healer, was im Oktober rauskommt, näher gebracht.
mit Rezepten, mit Tipps, mit Tricks, mit Hacks. Es ist ein mega schönes Geschenk, auch für Menschen, die neu sind auf dem Gebiet, die sich da langsam rantasten wollen, die vielleicht keinen Kurs machen wollen oder so. Ne? Einfach das Buch ist ein schöner Start. Ansonsten die Reset-Kur. Wer sagt, ich habe ein krasses Familie- und Arbeitsleben, ich kann jetzt hier nicht krasse Kuren machen, für den ist die Reset-Kur auch super. Ne? Also, weil man das einfach mit einem Tee und dem Austausch statt Weglassen-Prinzip schön integrieren kann. Ich muss langsam los, weil ich in einer Viertelstunde Gerne, meine ist so Bahnhof schön. abholen muss. Ja. Überhaupt, ich habe mich so sehr gefreut. Ja. Ma, grazie Du mille, danke. bist Du ein bist Schatz. ein Schatz. Danke von Herzen, dass du mit mir dieses Interview hier machst, weil Danke ich habe es dir. erzählt, ich gehe immer nicht so gern raus und das ist so schade, weil ich möchte einfach dieses Wissen auch noch mit mehr Menschen teilen. Und danke, dass du mich eingeladen hast zu dir. Danke dir. Ma. Danke dir. Einen schönen Tag.